liebe Freunde Alpina Hochtechnik. Wir sind hier in Katar auf dem Lusail Circuit, mitten in der arabischen Wüste. KTM stellt seine neue Super Duke R vor, auf Euro 4 gehievt, ein bisschen mehr Power, neue Lampe, neues Display, komplett neue Elektronik mit schräglagenabhängiger Traktionskontrolle. Wir sind gestern bereits ein bisschen durch die Stadt gefahren, auf öffentlichen Straßen. Da mussten wir uns sehr zurückhalten. Das ist ziemlich restriktiv hier alles. Also keine Randale mit der Super Duke in Katar. Heute sind wir aber hier auf dem großen Racetrack und sind jetzt schon ein paar Turns gefahren. Es macht einen Riesenspaß. Wir hatten die Straßenversion und die Version mit dem Race Kit, also offene Auspuffanlage mit Slicks. Funktioniert fantastisch. Ein Drag Race haben wir auch schon gefahren, um die neue Launch Control, die ist auch neu, auszuprobieren. Ja, und wie sich das Motorrad fährt, das könnt ihr in der nächsten News lesen. Wie sie sich anhört und wie das Ganze aussieht, das zeigen wir euch jetzt.